Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es ein Unboxing und zwar habe ich mehrere Sachen, die ich euch zeigen möchte. Einmal Rossmann, da habe ich auch einige Neuheiten entdeckt. Zu anderem nochmal Action, da habe ich auch nochmal Neuheiten entdeckt. Und zum anderen habe ich bei Revolution bestellt und ja, ich wollte euch alles mal zeigen und ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Video. Ich denke, ich starte mit Action. Und zwar habe ich beim Action einmal diese Lappen gekauft. Und zwar für die Küche. Die verwende ich super gerne. Und ja, die habe ich gekauft. Die waren günstiger als beim Lidl. Und ich bin gespannt, ob die genauso gut sind wie beim Lidl. Zum anderen habe ich einmal diese Karten hier bestellt. Und zwar sind da 20 Karten drin mit Umschlägen. Und zwar hier sind die Motive. Ich mag diese Karten mit reinlegen, Trash oder Tauschpakete oder auch bei den Gewinnern, die bei mir bei der Verlosung gewonnen haben. Da lege ich immer gerne diese Karten mit bei. Und meine sind fast leer. Ich kann euch mal zeigen, welche ich hatte. Ich hatte vorher diese gehabt und die sind wirklich fast leer. Da ist wirklich nicht mehr viel drin. Und ich mag diese Karten. Ich habe noch 3 Stück drin. Und ich dachte, dann werde ich mir neue Karten kaufen. Und hier sind die und können jetzt wieder verschickt werden. Dann habe ich mir 2 Bilderrahmen gekauft und ich finde die so, so schön. Ich weiß noch nicht, was ich in die Bilderrahmen reinlege, weil die Bilder, die ich mir eigentlich dafür vorgestellt habe, sind leider zu groß. Und ja, da habe ich mir diese gekauft. So schön. Also ich finde das hier richtig schön, wie das hier so ist. Aber ich finde auch das Bild, was hier drin ist, den Elefanten richtig schön. Also ich könnte mir das auch einfach so aufstellen. Genauso wie das hier. Auch so schön in rosa. Mit einem Koala. Ja, hier ist ein Koala abgebildet und ich finde den auch schick. Also, ne, und ich finde dieses Rosane hier so richtig schön. Also ich könnte mir das auch einfach so vorstellen, einfach so hinzustellen. Dann gab es so eine Maske für die Augen und zwar Warm und Relaxing von Beauty Star. Und sowas habe ich wirklich noch nie verwendet. Das legt man so auf die Augen drauf und das soll ein bisschen entspannen. Man kann es vor dem Bett gehen machen, im Flugzeug, Bahnfahrten und beim Duschen oder Baden eher. Genau, das möchte ich gerne mal austesten, ob es wirklich so ein bisschen die Augen entspannt, wärmt, wie auch immer. Möchte ich gerne probieren. Da ich beim letzten Mal keine Masken geholt habe, kamen jetzt Masken mit. Und zwar die sind neu, die habe ich jetzt neu erst gesehen. Einmal mit einem Kamel. Und einmal hier mit der Schildkröte. Und ich fand das so, so schön. Das ist auch beides feuchtigkeitsspendende Masken. Genau, die habe ich mir geholt. Ah ja, und die habe ich mir auch geholt. Shake It. Habe ich auch bis jetzt nicht gesehen gehabt. Und das ist mit Vanille. Selfie Mask. Ja, mit Perilla-Extrakt. Reinigt die Poren und entfernt Schmutz. Genau. Die kann man auch gut gebrauchen. Und ich glaube, das war's. Nee, gar nicht. Das habe ich noch vom Action geholt. Axe Deo für meinen Freund. Und zwar in der Duftrichtung You. Ich weiß nicht, wie das riecht. Ich hätte das jetzt da nicht gesprüht oder so. Aber ich finde, die Deos sind viel günstiger beim Action als beim DM oder Rossmann. Ich glaube, die kosten 2 Euro. Und beim DM zahlt man über 2 Euro. 2,40 Euro oder so. So, und das war es eigentlich schon vom Action. Jetzt habe ich nur noch Sachen vom Rossmann. Und da habe ich auch so tolle Neuheiten entdeckt. Zum einen war da ein Aufsteller hier mit. Und das ist einmal Isana Blütenkraft Pflegedusche, Magnolienblüte und Rosenwasser. Und Leute, dieser Duft hat es mir angetan. Das riecht so gut nach Rose und ich liebe diesen Duft. Ich habe mich echt verliebt, als ich das gesehen habe. Schon von der Verpackung her, aber von dem Duft hat es mich noch mehr angesprochen. Und dann habe ich natürlich mir das, das Body Spray mitgenommen. Wie soll es auch anders sein?
Ich liebe Body Spray, ich liebe Parfüm. Ich habe schon meine Parfümsammlung jetzt auch abgedreht. Auch Katastrophe, aber ich liebe Body Sprays. Was soll ich machen? Und es war nicht so teuer und das musste einfach mit. Das ist auch halt mit Rosenwasser und Magnolienblüte. Ja, ich musste es haben. Ich habe es jetzt. Genauso wie die Haarmaske habe ich mir mitgenommen. Das ist 3-in-1. Haarmaske, Blütenkraft, auch richtig süß in dieser rosa Verpackung, muss man natürlich haben. Dann habe ich von Isana eine Bodycreme, Moments of Marula, und zwar ist das diese gute Bodycreme. Das ist mit Marula und Kokosöl und dieser Duft, ne? Ich hatte ja schon das Peeling und das Peeling war schon Hammer und deshalb habe ich auch die Bodycreme mitgenommen, weil ich habe die jetzt zum ersten Mal dort gesehen und natürlich musste das mit, weil dieser Duft ist einzigartig. Von Catrice habe ich mir auch eine Mascara mitgenommen, die habe ich schon ein bisschen vorher mitgenommen und zwar ist das diese hier. Die habe ich bei der Claudi gesehen und zwar soll die Wimpern färben. Und die Wimpern sollen dann dunkler werden. Also die Wimpern werden ein bisschen gefärbt und dann hat man ja schwarzere Wimpern am Ende. Und das ist diese Mascara und ja, habe ich mir jetzt mitgenommen und wollte das mal testen. Bei ihr sah das auf jeden Fall sehr schön aus. Dann von Riva Love Me Happiness ein Refreshing Spray. Musste ich auch mitnehmen. Ich hatte mal von der... Ja, von der Aufmachung quasi hatte ich mal bei der Nika 1 gewonnen mit Gurke und das war so, so lecker. Und ich dachte, bevor ich wieder irgendwas verpasse, ne, weil das andere Setting Spray, das war echt der Hammer und das gibt's nicht mehr, habe ich mir das schon mal mitgenommen, ne? Und als letztes habe ich hier eine Palette und zwar von Riva Loves Me. Musste ich mir diese Palette mitnehmen. Und On My Desk Face Palette ist das. Und ja, was soll ich sagen? Ich musste sie haben. Ich habe sie bei der... Ich weiß nicht mehr, bei wem ich die gesehen habe. Irgendwo habe ich die gesehen auf jeden Fall. Und dachte mir, ja, die muss ich auf jeden Fall haben. Das ist eine Face Palette und ja, sehr, sehr schöne Töne. Ich swatche euch mal. Die enthält Highlighter, die enthält Blush, die enthält Bronzer und ja, die ist wirklich sehr gut. Hier kann man das so sehen. Richtig geile Qualität und ja, die werde ich gerne testen. Dann war ich auch beim DM gewesen, das habe ich voll vergessen. Und zwar habe ich von Balea diese Hydro-Augenpads mitgenommen. Die sind ja jetzt neu, die sind mit Hyaluron und Kaktuswasser. Und meine beste Freundin meinte, die sollen gut sein, weil die andere Maske dazu, die Tuchmaske, ist auch sehr gut. Und von Shabens diese Cooling Hyaluron Augengel Pads habe ich mitgenommen. Die sind ja jetzt auch neu und da gab es ganz, 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 ganz viele. Also 4 oder 5 verschiedene. Ich habe mir jetzt diese Cooling Effects spendenintensive Feuchtigkeit mitgenommen und werde die mal testen. Und dann habe ich auch eine Palette von Essence. Das ist jetzt aus der neuen LE. Genau, ich habe nochmal diese Essence Palette, die habe ich geschenkt bekommen. Und den Highlighter kriege ich von der Steffi, da freue ich mich auch schon. Und zwar ist das diese... Palette hier, die ist ja jetzt neu, die sieht hier wie so ein Täschchen aus. Ich hätte die mir eigentlich gar nicht so wirklich gekauft. Ich finde die viel zu klein, aber ganz süß eigentlich. Und ich habe die jetzt geschenkt bekommen und deshalb ja, bin ich auch dafür dankbar. Das ist einmal diese Palette, das enthält diese Töne und eigentlich richtig schön, ne? Ich werde die trotzdem mal testen und gucken. Wow, der eine Ton ist schon richtig krass, den ich hier geswatcht habe. Ist vielleicht doch so eine Knallerpalette und ich hätte die dann doch nicht gehabt. Dann hätte ich es bereut. Ja, das ist echt, das sind die drei Töne hier.
Mega cool, also richtig schön. Ich werde die auf jeden Fall mal testen. Und ja, über diese Palette freue ich mich trotzdem. Vielen Dank. So, und dann habe ich bei Revolution bestellt. Und zwar diese Palette. Und zwar gab es jetzt eine neue RE mit Revolution Breads, glaube ich, heißen die. Und zwar die Jasmin-Palette. Und die ist auch richtig, richtig schick. Die hat mich am meisten angesprochen. Es gab vier verschiedene Paletten von denen. Aber ich habe mir jetzt nur die mitgenommen. Das reicht dann auch. Ich finde die Fändchen irgendwie voll cool, ne? Wie das so gemacht ist. Das enthält auch so einen Spiegel hier. Und ja, der Ton, richtig cool sieht das aus, ne? Der grüne Ton gefällt mir auch sehr, sehr gut. Soll ich ein paar Töne mal swatchen? Komm, wir machen es, ne? Und ich habe mir noch ein Duschgel bestellt von Revolution, aber das ist einfach schon in meinem Badezimmer. Ich habe das jetzt keine Lust zu holen. Aber das war in so einer coolen Dose. Also richtig cool. Sind super, super weich. Richtig schöne Töne, ne? Ja, ich freue mich. Und dann habe ich noch eine Palette bestellt. Und zwar diese Palette. Und die ist auch so, so schön aus derselben Kollektion. Und das hier ist hier mit so einem Metallding. Und die ist aber so schwer aufzubekommen. Und vor allem noch mit meiner kaputten Hand hier noch, ne? Kriege ich die überhaupt nicht auf. Also ich, so also jetzt, ich saß da so lange an der Palette, um die aufzukriegen. Das ist diese Palette. Und das sind auch so wunderschöne Töne und die haben auch verschiedene Namen hier. Zum Beispiel Funky, Feeling Pretty, Doll, Midnight Dance, Fashion. Und ich finde diese Palette auch so schick und das ist so eine bunte Palette, ne? Und ich habe gar nicht so viele bunte Paletten. Und deshalb werde ich mich gerne da, ja, sehr gerne da mal testen, ne? Genau, und ich finde die von der Aufmachung richtig cool, aber die kriegt man so schwer auf, ich sag's euch. Also vielleicht kriege ich das jetzt momentan schwer auf, weil ich momentan noch meine zwei Finger nicht wirklich benutzen kann. Vielleicht deshalb, aber ich finde die trotzdem schwer. So, das war's mit meinem Haul. Also ich habe auch wieder einiges geshoppt, ne, würde ich mal sagen. Also einiges ist wieder mitgekommen, aber ja. Das sind Neuheiten, die muss man testen, oder Leute? Was sagt ihr dazu? Bin ich die einzige Bekloppte, die so viel kauft? Ich glaube nicht, ne? So, ich wünsche euch einen schönen Tag und würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video und bis zum nächsten Mal. Tschüss!